In diesem Video nehmen wir euch mit auf die steilste Piste Österreichs. Da kann sogar die Streif in Kitzbühel einpacken, denn hier auf der Black Ibex am Kaunertaler Gletscher herrschen 88% Neigung. Wie steil diese Piste wirklich ist, welche Fakten es rund um die Piste gibt und mit welchem Ski ihr sie am besten bezwingen solltet, das seht ihr in diesem Video. Jetzt nichts wie auf! Und hier hinter mir seht ihr sie gerade nochmal in Schatten gelegen, die Black Ibex, benannt nach dem schwarzen Steinbock, der hier oben am Kaunertaler Gletscher eine besondere Rolle spielt. Das Skigebiet an sich bietet 55 Pistenkilometer, 7 Liftanlagen und das auf einer Höhenlage als Gletscherskigebiet von 2150 Metern hinauf auf 3113 Metern, da drüben am Feiginjoch, wo eben die schwarze Piste startet. Ihr könnt gerne mal eure Eindrücke vom Kaunertaler Gletscher unten in die Kommentare packen. Für uns geht's jetzt runter zur Bergbahn und dann hinauf auf die Black Ibex. Ich bin schon gespannt. Und hier seht ihr die Bahn, mit der wir jetzt hochfahren. Allein diese Stütze, mächtig. Also jetzt geht's hinauf mit der Feiginjochbahn. Das ist genau die Bahn, die uns zur steilsten Piste Österreichs bringt. Das Bauwerk ist auch besonders. Schaut mal hier oben, die Technik lässt sich in Glas so richtig beobachten. Und dann geht es über zwei große Stützen hinauf auf über 3000 Metern. Und hier aus der Bahn sieht man sie jetzt in voller Gänze. Da ist sie, die Black Ibex, steilste Piste Österreichs. 500 Meter geht es dabei bergab und das bei einem Gefälle von bis zu 88%, einer Neigung von 47 Grad. Ich sehe schon da oben das erste Stück, das wird so die Schlüsselstelle. Und unten ist dann ein langer Auslauf, da kommt man sicherlich auch richtig auf Geschwindigkeit. Wir sind gleich oben und dann gehen wir es an. Angekommen hier oben am höchsten Punkt des Skigebiets am Kaunertaler Gletscher, 3113 Meter. Und hier verläuft auch die Landesgrenze, und zwar von Österreich und Italien. Hier raus blicken wir gerade in Richtung Italien, aber auch in Richtung Schweiz. Markante Berge, die wir hier erkennen können, ist da drüben der Piz Buin. Da hinten raus seht ihr auch die Berge rund um die Aletsch Arena, den Aletsch Gletscher und Viertausender, wie zum Beispiel den Bernina drüben in der Schweiz. Also richtig weiter, toller Ausblick hier oben. Doch uns interessiert heute weniger dieser Ausblick, ist zwar auch super schön, vielmehr interessiert uns die schwarze Piste, die Black Ibex, die jetzt direkt hier runter geht. Also Ski anschnallen und ab ins Vergnügen. Das Herz schlägt schon schneller. Ja, hier geht es noch relativ flach dahin. Ah, das erste Stück verläuft noch recht moderat, doch hier wird es jetzt deutlich. Hier ist die Steilkante, da sieht man schon, da geht es in den freien Fall hinein. Gerade haben wir auch noch Personen beobachtet, die sich das kurz angeguckt haben und dann gesagt haben, ist eher nichts, und hier noch auf die blaue Piste ausgewichen sind. Was hier auch ist, das seht ihr, das ist das Warnschild zur Black Ibex. 87,85% Gefälle, steilste Piste Österreichs. Wer diesen Wert gemessen hat, das will ich sehen. Wir runden einfach mal auf die 88% Gefälle. Doch eines ist mal Fakt, wenn es um eine steile Piste geht, dann geht es auch darum, dass ihr die richtigen Ski dafür wählt, generell das richtige Ski-Equipment. Nichts wichtiger als eine gut geschliffene Kante und ein fester Ski, der euch auf dem Weg nach unten begleitet. Und bei sowas wähle ich meist einen Race Carver oder einen Slalom Carver. Das sind Ski, die wirklich stabil genug sind, die euch festen Grip geben und die nicht anfangen zu flattern, wenn ihr auf hohe Geschwindigkeiten bei solchen steilen Pisten kommt. Ihr wisst, dass ich schon länger mit dem Head World Cup Rebels eSpeed Pro unterwegs bin, und dieser Ski hat sich jetzt in der Saison auch noch mal neu verändert. Head hat ihn noch
nochmal neu abgestimmt in der Talierung. Ein neuer Radius jetzt mit 21 Metern ist angegeben und das macht den Ski sehr harmonisch, schön fahrbar. Viele von euch haben mich nach dem Zermatt-Video gefragt, hey Marius, wie sieht das jetzt aus, wann sollte ich welchen Ski wählen? Es gibt nämlich drei Modelle und jetzt kommt es darauf an, welche Kurven ihr am liebsten fahrt. Wenn ihr langgezogene Carving-Schwunge fahren möchtet, dann würde ich eher auf einen Race-Carver gehen. Wenn ihr euch nicht ganz entscheiden könnt, dann bitte die Mitte. Und wenn ihr sagt, kurze Schwünge, die sind mir lieb, dann ist eben ein ESL die richtige Wahl. Wichtig ist dabei aber auch, dass ein ESL Pro die Kurveneinleitung durch den geringeren Radius leichter macht. Das heißt, einige, die in der Skitechnik noch nicht so ganz gut drauf sind, die wählen dann auch einen solchen ESL Pro, um eben leichter in die Kurven hineinzukommen und damit das Carven erst richtig möglich zu machen. Wenn ihr jetzt hier auf dem Hang unterwegs seid, dann könnt ihr sowohl im Kurzschwung rein, das werde ich jetzt gleich mit dem Race Cover auch tun, oder dann auch mal versuchen, richtig schön lang runterzufahren. Ich glaube, insbesondere im unteren Bereich ist das eine sehr gute Wahl und das machen wir jetzt auch mal. Wenn ihr noch Fragen zu Ski-Equipment habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Und jetzt aber nichts wie auf. Schauen wir uns das Ganze mal näher an. Ja, und hier oben ist direkt die Steilheit gegeben. Also hier sieht man, hier geht es jetzt richtig bergunter. Und deswegen seht ihr auch hier einige Spuren, wie Leute sich dann doch noch entschieden haben, zurückzugehen. Oh, das macht Spaß, ey. Jawohl, das geht rein, da kommt auch richtig Adrenalin auf. Und ihr merkt auch hier unten in diesen Feldern, hier ist ordentlich abgetragener Schnee. Viele machen eben den Kurzschwung, tragen den Schnee raus. Wir ziehen jetzt mal hier ins flache Feld rein. Wow, cooler Hang. Hoho. Jawohl, da läuft der Ski auch wieder. Was für eine Piste, insbesondere das obere Stück, da könnt ihr euch drüber fetzen. Hier sehen wir ihn nochmal, Black E-Bags, steilste Piste Österreichs. Und ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen sehr schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das ist genau hier eingeblendet. Zum Beispiel die längste Skipiste der Welt, auch mit diesem Ski gefahren. Alles weitere über den Head World Cup Rabbits eSpeed Pro ist unten in der Beschreibung. Tschüss und danke an Linus und tschüss an euch.